So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Randall's Monday. Ein hübsches kleines Point-and-Click-Adventure. Wir klettern jetzt auf die Seitenstraße, wo uns einer die ganze Zeit zubrüllt, wir wären verflucht. Tschüss, Mrs. Grosser. Grüßen Sie Mr. Grosser von mir. So, jetzt geht's bergab. Das war knapp. Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh, das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh, der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Hier haben wir einen Hund. Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Hierher, Beifuß, komm zu Herrchen. Er hört mir gar nicht zu. Kannst du ihn einpacken? Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Tatsächlich sind die kleinen Hunde häufig die aggressiveren. Eine kaputte Feuertreppe. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Damit soll ich reden? Soll ich die jetzt reparieren oder was? Ich habe nur noch Müll. Ein stinkiger Müllcontainer. Da fasse ich bestimmt nichts an. Sicher? Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. Sicher? Ich glaube, da ist nichts Nützliches drin. Ach Mann. Hier haben wir noch... Ah, eine Tube Klebstoff im Mülleimer. Man findet doch immer noch was Brauchbares im Müll. Damit soll ich reden? Ja, vielleicht. Edna kann das auch. Ist aber Klebstoff. Manchmal gibt's ja was Nützliches, aber meistens ist da nur Müll. Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. Sicher? Aber heute habe ich genug in dem Müll der Nachbarn rumgeschnüffelt. Ach Mann. Der Blumentopf. Ich könnte mir die Augen ausheulen, wenn ich Veganer wäre. Ich rede nicht mit Pflanzen. So hip bin ich dann auch wieder nicht. Na gut, na gut. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier. Sonst geht hier augenscheinlich nichts außer halt der Penner. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Ich glaube, der braucht keine Umarmung. Sprechen wir ihn doch einfach mal an. Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Okay, schöner Spruch. Oh Mann, armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da zwei Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Aber was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse.
Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Okay. Du willst mir helfen? Hahaha, was für ein Brüller. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin kein Idiot. 7 Jahre ist nicht so viel. Reden wir von Exorzismus, weil dann wäre ich tatsächlich interessiert. Okay, tut mir leid, dass ich keine Hilfe von einem irren alten Penner, der Leute anschreit, annehme. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Nee, das klingt gut. Reden wir hier von Exorzismus? Weil dann wäre ich tatsächlich interessiert. Nicht diese Art von Fluch. Egal, wie ich schon sagte, ich bin Geschäftsmann. Wenn du mehr wissen willst, ruf einfach in meinem Büro an. Hier ist meine Karte. Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und es steht keine Nummer drauf. Ernsthaft? Der Penner sagt, das ist seine Visitenkarte. Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Naja, gut, dann eben nicht. Was für ein Vorzeichen. Okay. Können wir noch was weiteres mit ihm bereden? Ich glaube, das war genug Secondhand-Philosophie für einen Tag. Ja gut, dann los. Was haben wir denn hier? Einen Fremden. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Heute suche ich keinen Streit. Tauben. Scheiß Flugratten. Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Mit Tieren rede ich erst nach 6 Bieren. Nicht mehr und nicht weniger. Noch ein Mülleimer. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Da finde ich nichts Brauchbares drin. Nichts von Interesse. Ach Mann, hier ist eine Videothek. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Mary Poppins. Mit Gegenständen reden ist nicht so meins. Geschlossen. Okay, ansonsten nur weitere Tauben. Eine Tür und hier ein Vertreter. Okay, was ist denn mit der Tür? Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht? Doch. Das macht keinen Sinn. Nichts für mich drin. Reden wir doch mal mit dem Vertreter, da gucken wir uns wenigstens an. Sieh an, noch so eine verlorene Seele. Ich meine, reinhauen hilft jetzt auch nicht. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wondermatic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht, Verstehe. Ja gut, dann einen schönen Tag noch. Oh, sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Hier ist ein Schild. Ich wünschte, ich würde in Scranton wohnen. Ja. Nee. Kannst du sie mitnehmen? Das Schild kann ich nicht mitnehmen. Warum nicht? Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Threepwood Station. Das Threepwood Street Station. Threepwood ist natürlich auch. Ja, sogar hier ein Piratenzeichen, ist ja klar. Monkey Island. Threepwood Street Station. Ja. Ich glaub nicht. Im Ernst? Das Schild nehme ich nicht mit. Fahrkartenautomat. Shit, er ist defekt. Nein. Defekt. Nur eine Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Och, was denn? Ich glaube nicht, dass ich da was Interessantes finde. Und was ist das Piratending? Nichts von Interesse. Gut, dann das Intercom. Das muss für Notfälle sein. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Also direkt um die Ecke.
Böse, böse. Hat Ihnen jemals jemand gesagt, dass Sie wie die Meereshexe aus Die kleine Meerjungfrau aussehen? Nun, nein. Aber gut zu wissen. Sayonara. Betty. Ich schaue gern Leuten bei der Arbeit zu. Ein Ticket, bitte. Aha, 6 senkrecht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben, Bauernhoftier. Scheiße, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll dranbleiben? Oh, großer Gott, ein Ticket, ein Ticket, ein Ticket! Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran, Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Spitz, es ist also einer dieser Tage, ja? Gott, ich sollte heute nicht mehr bei der Arbeit sein. Eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Cyborg. Senkrecht, fängt mit I an, inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, Moment, legen Sie ja nicht auf. Wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt. Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh, 5 waagerecht Bauernhoftier. Vielen Dank. Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyborg aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will. Cyborg, 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, danke. So wollen Sie also spielen, ne? Okay, letzte Chance. Geben Sie mir ein Ticket und es gibt keine Konsequenzen. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Sie an den Namen Randall Hicks. Moment, nein? Denken Sie nicht an diesen Namen, streichen Sie das. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Ma'am. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was für ein Anruf? Es gibt keinen Anruf. Bitte bleiben Sie dran. Töte mich. Oh Gott, töte mich hier und jetzt. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Es bricht mir das Herz. Oh Mann. Die Mutter aller tragbaren Spielkonsolen. Der gute alte Gameboy. Nein. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Das ist der Hörer an seinem angestammten Platz. Ich muss gerade nicht telefonieren. Ah, okay, ich verstehe. Aber schauen wir uns erst noch weiter um. Wir haben hier eine Karte. Ich habe immer noch kein Ticket. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Gegenstand reden sollte. Ich habe immer noch kein Ticket. Eine Fremde. Die kenne ich nicht. Wie bitte? Ich glaube, es hackt. Was denn? Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Die Drehkreuze. Da komme ich nur mit Fahrkarte durch. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Gegenstand reden sollte. Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Naja, nichts. So funktioniert das also nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier
den Hörer runterschmeißen, müssten wir doch die Spielekonsole wegnehmen können. Das sollte ich lieber. Das klappt nicht, aber wir können wahrscheinlich zum Intercom. Also, runterschmeißen. Das ist am Tisch festgemacht. Das ist am Tisch. Achso, das Telefon ist noch was Eigenes. Eigentlich nur ein Telefon, aber vielleicht kann ich es irgendwie zweckentfremden. Ich muss gerade niemanden anrufen. So, Randall, einmal kurz zum Intercom. Oh Mist, jetzt ist besetzt. Das funktioniert also nicht. Kann ich dann irgendeinen Gegenstand währenddessen einsetzen? Was weiß ich, das Ding? Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Der Satz ist auch schon genial. Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Probieren wir doch einfach noch das ganz normale Intercom. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Ich brauche sofort medizinisches Equipment. Dieser Mann verblutet. Tut mir leid, ich bin gerade echt beschäftigt. Wenn da alles voll Blut ist, machen Sie es doch bitte sauber, bevor Sie weggehen. Was für eine sympathische Frau. Hallo? Er will es irgendwie nicht mehr benutzen. Nur eine Mülltonne. Geht's jetzt wieder? Ja. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Eine fiese alte Schachtel hat die Kontrolle über den Schalter übernommen. Tun Sie doch was! Ich weiß nicht, wer du bist, aber verpiss dich! Ach, Mann. Nur eine Mülltonne. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Kein Notfall. Ich wollte nur sagen, was für ein schöner Tag heute ist. Sehr witzig. Wiederhören. Okay, jetzt überlege ich gerade. Wir können das Ding runterschmeißen. Was haben wir dabei? Batterien, Rasierklinge, eine Zeitung. Klebstoff. Mit festgeklebtem Deckel hieß es. Eine Tube Klebstoff, aber der Deckel sitzt fest. Mit dem Mund kriege ich die nicht auf. Mit der Rasierklinge vielleicht? Na bitte. Jetzt kann ich ihn benutzen. Dann schmeißen wir mal den Hörer runter und kleben das vielleicht dann fest. Das wäre eine Idee. So, jetzt geh doch mal ans Telefon. Könnt ihr den Stift klauen? Das ist der Stift, den die Lady vorhin benutzt hat. Den nehme ich lieber mit der Hand. Schade. Geh erstmal. Ach Mann. So. Das wirst du nicht mehr brauchen, Schnuckelchen. Und das Ding kann ich nicht das mitnehmen. Das sollte ich lieber lassen. Nee? Das Ding hat mich bereits die Hälfte. Okay. Jetzt haben wir einen Edding. Was können wir mit dem Edding machen? Ein vertrockneter Edding. Ein schwarzer Edding. Total vertrocknet. Wie hat Betty damit nur ihre Kreuzworträtsel gelöst? Total vertrocknet. Da brauche ich was anderes als Spucke. Vielleicht ein bisschen Fett? Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Sandwich? Blödsinn. Aufschneiden? Das ist kein Bleistift. Da kann man nichts anspitzen. Eher nicht. Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Was kann man denn jetzt damit machen, ist die Frage. Ein schwarzer Edding. Mit
Geld wahrscheinlich auch nicht. Spinnst du? Dafür ist das nicht. Nein. Ich denke nicht, dass das klappt. Das ist keine gute Idee. Hey, dann mach ich doch alles dreckig. Blödsinn. Man weiß doch nie. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Ja gut. Aber irgendwas muss ich mit dem Ding doch machen können. Bestätigen wir doch mal das Intercom. Oh Mist, jetzt ist besetzt. Dann eben nicht. Irgendwas muss man damit doch auch machen können. Die Mutter aller tragbaren Spielkonsolen. Vielleicht kann ich die Batterien damit benutzen oder so? Das läuft nicht mit Batterien. Ich behaupte schon, aber okay. Zeitung mit fettigem Papier? Eher nicht. Blödsinn. Kann ich mit der. Also die Klebstofftube kann ich wohl nochmal brauchen. Wofür auch immer. Das muss nicht geklebt werden. Also das hier können wir uns nochmal ansehen, aber da ist nichts Besonderes. Hm. Irgendwas muss ich doch machen können hier. Okay, speichern kann ich hier übrigens. Aber das. Oh Mist. Ja, weiter. Irgendwas muss ich mit dem scheiß Edding doch machen können. Aber es heißt, Spucke bringt nichts. Total vertrocknet. Da brauche ich was anderes als Spucke. Na, ich würde sagen, da mache ich mir in der nächsten Folge Gedanken drüber. Ich hoffe, ihr habt Spaß, das konstruktive Kritik da vielleicht... Oder können wir jetzt vielleicht ganz einfach über das Ding hier steigen? Das wäre das Einfachste. Wobei, ja, komm. Stehen bleiben! Okay, das war nix. Sieh an, sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Okay. Sehen Sie, Murray, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge einen Verdächtigen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Wo waren Sie zwischen 9 und 10 Uhr morgens? Wirklich? Ja, ich habe schon immer davon geträumt, für den Secret Service zu arbeiten. Okay, ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Wie kann ich helfen? Unter uns ist ein KGB-Agent. Bei allem, was heilig ist, Murray, bewahren Sie Stillschweigen. Bei dieser Operation steht einiges auf dem Spiel. Was? Ein Kommunist schleicht sich wie in meiner Schicht ein? Ich glaube nicht, Sir. Das hätte ich bemerkt. Es ist Betty, diese verdammte Betty. Sie ist ein Kommunist. Ich habe genau gesehen, wie sie in ihrer Pause ein Bild von Lenin geküsst hat. Betty? Betty mag viele sein, aber keine Kommunistin. Tatsächlich bist du es, der hier langsam verdächtig wirkt. Ich werde mal etwas nachforschen. Bleib einfach hier, amigo. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Murray lesen gelernt hat. Vergiss es. Ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich es heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Gut, das heißt, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt. Also, in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir aus diesem Büro rauskommen. Irgendeine Möglichkeit werden wir schon finden. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das ist konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Cheerio!